Herzlich willkommen zurück zu Jurassic World, der Game, wie man mir vielleicht ein bisschen anhören können kann, ja können, genau, kann, ja, hab ich eine Erkältung und alles, deswegen, ja, klinge ich nicht so gut und ich habe auch deswegen in den letzten Folgen nicht wirklich neu hochgeladen, sondern vorbearbeitete, sprich Turnierzusammenfassung, alles, aber jetzt haue ich mich mal wieder an ein Video. Der Game hat jetzt anscheinend ein Update bekommen und mich würde interessieren, was da jetzt wirklich neu ist. Wahnsinns-März, auf zum Turnier. An jedem Wochenende März gibt es ein brandneues Turnier. Ist das eine neue Kreatur? Ist das eine neue Schlange? Im März kommt dann eine neue Schlange. Sah aus nach einer Giftschlange nämlich. Oh, die Pakete sehen jetzt anders aus. Gewöhnlich. Was haben sie denn jetzt hier noch abgedatet? Ach, immer mit Angeboten. Och, Lydia, ey, was soll denn das? Schaut euch das an, wie sie hier einfach wollen. Kauft, 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 kauft. Och, Mann, ey, was soll das? Na gut, Baryonyx haben wir schon. Pterodaustro auch hier, oder wie er heißt. Okay, also die Kartenpakete haben sie auch geupgradet für sie, ne? Auch ganz toll. Ich kann leider euch nur enttäuschen. SDNS habe ich noch nicht genügend. Wir holen uns das den Diamantpreis, scheiß drauf. Und, also ich, was heißt nicht geholt, ich habe schon immer wieder welche geholt, aber ich habe nicht genügend, leider. So, dann hier OBS, also mein Aufnahmeprogramm hatte anscheinend ein Update und soll jetzt ein bisschen flüssiger laufen. Ich hoffe mal, dass es auch wirklich so ist. Aber bei der Game war ja eh alles schon top, so. Kentrus. Brauche ich eigentlich hier nicht. Die bräuchte ich in Jurassic World Alive. Ja. Ich habe letztens gelesen, oh, zwei Dudikurisse, das ist gut, die brauchen wir, ja. Dass ich nicht so auf the Game rumhacken soll und Alive immer besser reden. Ja, ich weiß, das habe ich letzte Folge echt, das war echt ein bisschen schlimm tatsächlich. Das war von mir sehr übertrieben. Also, ich will ja the Game nicht total runterreden. Ich sage nur, dass ich finde, dass eben, was ja toll ist, dass Lydia sich bei Alive echt verbessert hat. Das meinte ich halt. Also, dass wirklich diese, sozusagen, Kinderkrankheiten hier, die Game hat, ne, so, sprich, überall musst du irgendwie fast zahlen, gefühlt, musst sehr, sehr, sehr viel Zeit rein, wirklich, selbst wenn du überhaupt was kriegen willst, also es ist halt einfach, es fühlt sich nicht fair an, wenn ihr versteht, was ich meine, aber eben, sonst, der Game hat ja sonst wirklich schöne Modelle von den Viechern, es macht auch weiterhin Updates, was ja auch toll ist, und jetzt würde mich interessieren, bei den Erdneuzeit-Kreaturen, wir haben 4 Dudikurisse. Das reicht aber weiterhin nicht, oder? Wie viele haben wir denn jetzt? Weil wir brauchen ja von denen 8 Stück, damit wir unseren Hybrid machen können. Jetzt haben wir hier 4 und jetzt haben wir in anderen nur noch 3, ne? Ja, uns fehlt genau einer. Es ist sehr zum Mäusemelken. Also ich glaube zumindest, dass der Dudikurisse unsere einzige Kreatur ist, die uns fehlt, oder? Weil, was war denn der Hybrid nochmal? Ja, Megistutherium, den haben wir ja schon. Wahnsinn, ey. Jetzt wird uns echt ein Dudikurus. Dann könnten wir diesen neuen Eiszeithybriden machen. Naja, ich meine, das ist ja ganz cool in The Game, dass man wirklich immer wieder neue Kreaturen hat, irgendwie, die man sich anschauen kann. Aber auch nur, wenn man wie ich so weit ist. Naja, das ist ja auch die Sache. Naja. Was ist das jetzt? Code 19. Wir haben ein großes Problem jetzt. Nee, sorry. Ich will mich jetzt ein bisschen umschauen, was es jetzt mit sich gebracht hat. Wo gibt es jetzt hier überhaupt die Gibt es hier nicht irgendwo die Update, was passiert ist? Oh Mann, als ob die das finde ich immer cool sonst, wenn die Updates irgendwie gezeigt werden. Ja gut, es gibt doch mit Sicherheit irgendwie neue Kreaturen. Alle Tiere. Wir gehen jetzt mal durch, ob es neue Kreaturen gibt. Ja gut, den kennen wir schon. Der ist krasser als der Superando Titan, interessant. Na gut, den habe ich nicht freigeschalten, den bräuchte ich aber unbedingt. Leucozymoxus, Alter, soll ich die auch noch nicht haben? Ach stimmt, ja, ja, klar, da habe ich nur einmal geholt. Haufiosaurus, ist der neu? Ich weiß es nicht. Dedicurus, klar, fehlt mir. Arctodus. Ah ne, ich glaube, den gab es doch, auch den Bären gab es schon. Diplosaurus, klar, habe ich nicht. Ist das hier die Protodon? Ne. Sieht man mal, was mir noch alles fehlt eigentlich. Hä, ich dachte, sie haben neue Kreaturen hinzugefügt. Was hat denn das Update hauptsächlich bewirkt, Leute? Das würde mich jetzt echt interessieren. Wenn ihr das mir schreiben könntet, wäre das super. Auf jeden Fall gibt es neue Missionen. Cool.
würde mich schon sehr interessieren. Okay, Elasmo haben wir ja, oder nicht? Das muss ich jetzt echt nachprüfen, weil. Zack, Meereskreaturen. Elasmo ist ein Silberner, ne? Ach, wir haben davon gerade welche. Deswegen ist es nicht vorne zu sehen. Blesio? Wo ist seltene? Da, nein, Mauisaurus. Da, Elasmo. Kurz schauen, ob wir den haben. Ich glaube schon, aber. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen Zeit darauf verschwende, Leute, aber es würde mich jetzt schon interessieren. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob wir den wirklich haben. Wie man sieht, wir haben ihn jetzt gerade mal viermal. Ne, dreimal. Ah, doch, wir haben ihn. Das passt. Das ist okay. Wir sind jetzt schon wieder. Und dann kriegen wir die ganze Zeit Monolofo, den S. Tipps und Tricks im Menü. Ich schicke jetzt trotzdem nochmal Owen. Okay, aber wenn es wirklich so oft kommt, dann kann man jetzt ja wirklich ein bisschen besser die DNS holen. Und sorry, wenn man im Hintergrund ein bisschen Autohupen hört. Ich muss das Fenster mal aufmachen. Tut mir echt leid. SDNS-Paket gibt es wieder. Das Geprangel. Okay. Hä, irgendwie, jetzt kommt. Mir kommt. Ich krieg gerade nicht so mit, irgendwie das. Was jetzt hier so das Event ist, was jetzt neu ist. Gezeitenlauf. Was ist das denn? Unterwasserkampf. Unsere drei stärksten. Alter, da hinten, was geht da ab? Wahrscheinlich wird da gerade irgendwie ein Auto abgeschleppt oder was. Können wir das überhaupt schaffen? Können wir das einfach mal probieren, das Event, das Gezeitenlauf? Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir haben halt einen Hybriden, aber irgendwie so dreimal stark Oberwasser, genau. Oberfläche mitzunehmen ist jetzt nicht so geil. Ha, wie machen wir das? Brauchen eigentlich schon auch Höhle. Wir nehmen jetzt einfach mal alles mit. So, wieso ist eigentlich dieser Eiszeit-Hintergrund jetzt? Ich meine, wir haben ja Ende Februar. Jetzt langsam soll es doch mal hier wieder in die Sommerzeit gehen. Er wird wahrscheinlich sofort swappen und das werden wir uns zunutze machen. Deswegen safen wir unseren Punkt, ja. Wir werden dann auch umwechseln. Wir können ihn aber nicht töten, wenn er auf Verteidigung hat. Ich sag's, wenn du auf Verteidigung hast, Dude. Och, Gott sei Dank. Wie geil. Wie nice. Ja gut, jetzt haben wir hier unseren starken Hybriden. Hust, Hust. Ja, also er ist schon nicht schlecht, aber wir haben ja mal herausgefunden, dass er dafür, was er eigentlich hergeben sollte, nicht gut genug ist. Ist halt ganz schön viel gesaved, ist natürlich die Frage. Okay, 2 Punkte hat er noch, ne? Er hat ja 6 Punkte. Es reicht halt nicht. Oh, what? Wartet mal. Habe ich mich jetzt echt vertan? Er hatte doch 6 Punkte. Nee, hat er nicht, hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das verstehe ich jetzt echt nicht ganz, wieso er das nicht gemacht hat. Ja, okay, jetzt sind wir einfach auf Glück voll rein. Hat gepasst. Es ist halt, wisst ihr, was mir auch so ein bisschen fehlt in der Game? Danke, Windows, dass der Virenschutz hier nicht passt. Ach, Mann, ey. Windows-Dreck hier. Nee, was ich meinte, ist, dass man hier so oft gegen KI kämpft. Wenn es mal die Möglichkeit geben würde, dass man gegen andere menschliche Spieler spielen könnte. Das wäre so viel cooler, glaube ich. Also, das macht mir halt dann nochmal mehr Spaß. Ist halt das, was ich in Alive so cool finde. Dann denke ich mir so, ja, ich spiele jetzt wirklich gegen menschlichen, ne? Gegen den Mensch, der jetzt da gerade mit mir hier kämpft und sich was ausdenkt. Das ist halt das, was mir so ein bisschen fehlt in The Game. Denke sich so, man kämpft gegen KI und toll, mit wem vergleiche ich mich jetzt? Klar, ich kann euch jetzt Dinge zeigen. Ich weiß, ich habe Leute, die sich dafür interessieren. Aber hätte ich das nicht, ich würde ja allein schon nach 10 Minuten aufhören, so ungefähr. Obwohl ich das Jurassic-Franchise so ungefähr liebe. Das ist halt so eine Sache. Wir nehmen jetzt einfach zweimal Oberfläche mit, würde ich sagen. Oder wir nehmen den Romalio noch mit. Ach, nehmen wir den Romalio einfach noch mit. Klassenvorteil ist immer wichtig, haben wir ja mal gesagt. Deshalb.
Mal gucken, ob er wieder wechseln wird. Ja, also es wäre cool, wenn es irgendwie mal sowas gäbe, so Freundeskämpfe, aber ich glaube nicht. Ich meine, Alive haben sie sofort reingehauen, dann, weil die Leute es wollten, und hier, glaube ich, wird es nicht kommen. Gut, was jetzt praktisch ist, er braucht nur einen Punkt, so, fertig. Ah, ekelhaft, ekelhafter. Ja, das ist halt jetzt für ihn ein bisschen ungünstig, dass er hier die ganzen Punkte einsetzt. Und wir halt den wahnsinnigen Schaden raushauen. Ja, er kann uns ruhig töten. Ich meine, ja klar, wir haben so verloren, wir haben zu viel Viecher. Was war jetzt nochmal die Belohnung? Ich hab's gar nicht mehr im Kopf. Da war ja irgendwie schon irgendwas von wegen Toppreis, bla bla bla. Ja. Auf jeden Fall sollten wir das in der Tasche dann haben. Das ist ja gerade nicht so. Jetzt sag mal hier, Windows, was ist los? Dass diese Internetverbindung von irgendwas blockiert wird, was ist denn jetzt? Ich bin nur mit dem Game im Internet und. Ach komm, also Windows teilweise hier, ich weiß auch nicht, was das hat, ey. So, das cutte ich auch nicht raus, das finde ich unnötig. Ich meine, das ist so eine Meldung, kann bei jedem kommen. Was hat denn Windows für ein Problem gerade? Der Witz ist ja, dass mir mein PC sagt, dass nichts im Internet ist, so ungefähr. Naja. Okay, das ist jetzt natürlich noch um einiges einfacher. Jetzt haben wir nämlich gar nichts gegen unsere Oberfläche als Gegner. Was heißt, wir könnten nur Oberfläche, wenn wir Bock hätten, mitnehmen. Aber es wäre wahrscheinlich nicht so eine tolle Idee. Wir wollen nämlich wieder, dass der Gegner seinen Angriff halbiert bekommt. So. Ja gut. Ein Hit und du bist weg. Tschüss. Das machen wir auch sofort. Weil zwei Hits reichen nicht von ihm. Das heißt, wir haben noch eine Runde, wo wir schön saven können. Und dann ist die KI verwirrt. Die denkt sich nämlich, yo, der könnte jetzt zwei Verteidigungen haben. Wir arbeiten hier ziemlich effektiv, effizient für uns. Ja, er weiß nicht, was er tun soll. Ich kann jetzt einfach mal auf gut Glück mit zwei angreifen. Vielleicht saved er auch alle. Na, nee, macht er nicht. Okay, das war absolut nutzlos. Naja, auf jeden Fall. Ja gut, jetzt greift er mit zweien an. Hat er richtig Bock drauf. Jetzt haben wir noch einen Punkt übrig. Das heißt, wir können selbst mit ihm hier nochmal reinhauen. Wir saven auch wirklich alle vier einfach, weil wir wollen zu 100% gewinnen jetzt. Hat gar keinen Sinn auf Verteidigung. Also wir können auf Verteidigung gehen, wenn wir mit dem einen Viech jetzt hier irgendwie das noch für uns gewinnen wollen, weil wie ihr alle wisst, die KI ist blöd und greift immer komplett meistens an. Oder halt sehr häufig, nicht immer, habe ich mich auch schon aufgeregt, aber meistens, dann hätten wir mit dem einen alles rasieren können. Ich bin hier lieber so einer, ich lasse jedem mal hier schön die Chance kämpfen zu können und setze auch es gerne ein, dass meine Viecher hier, jetzt reicht es mal langsam, immer wenn ich zurück aus dem Game gehe in meinem Park, dann wird hier irgendwas blockiert. Ich streame nicht, ich bin nur im Spiel, das ist das Einzige, was das Internet gerade zieht. Ja, Meep und Windows meint, ne? Kümmern Sie sich mal darum, irgendwas blockiert da. Und jetzt habe ich gar nicht geschaut, was im Paket war. Das ist ja der Wahnsinn, hey, was hier heute abgeht. Das ist ja echt Frechheit. Absolute Frechheit. Mann, Mann, gibt's noch... Ja, yo, jetzt hör doch mal auf, draußen zu suchen. Ach du Scheiße. Mal überlegen, was wir noch machen könnten. Nur gewöhnliche, wollen wir das mal probieren? Ja, okay, das ist ja viel zu einfach, Scheiße. Ja, wow, setzen wir die zwei und es ist easy. Weil ich wollte jetzt eigentlich kein Gyrosphärenauswahl hier, keine Gyrosphärenauswahl beginnen. Wenn ich ehrlich bin, das ist jetzt meiner Meinung nach, das wird jetzt noch ein bisschen zu lang dauern, dann würde ich zu lang, die Folge meiner Meinung nach zu lang werden. Hier dasselbe Prinzip, wir gehen mit dem Klassenvorteil rein. Viel mehr auf Attack.
Und jetzt geht's weiter. Bam. Jetzt kriegen wir hier mal Fressen. Wisst ihr was? Das gucken wir uns jetzt mal an, weil solche hier. Jetzt reicht's mir aber langsam hier. IT-Administrator, wer hat das festgelegt? Das wird hier blockiert. Ich kann ja komischerweise noch spielen. Kann ich. Ach, ich habe keine Ahnung. Kann ich das nicht irgendwie ausmachen, den Scheißdreck, ey? Was ist denn hier alles? Ich kann die nur wegmachen, die Nachrichten. Ich kann da nichts deaktivieren. Also, ich weiß auch nicht, was da Windows jetzt hier schon rumkackt, ey. Ja, wir gehen mit dem Hybriden rein und dann. Keine Ahnung. Ein schlechter Matschunger wird es schon machen. Oh, was leckt denn das jetzt so? Oh, jetzt geht's wieder. Ja, das ist halt. Also, da würde mich jetzt echt interessieren, was man hier als Belohnung kriegt. Das wollte ich nämlich sagen eigentlich. Denn das ist ja im Endeffekt die Möglichkeit für Anfänger hier, sich was Gutes rauszuholen. Okay, wenn jetzt nochmal die Meldung kommt, dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. Tatsächlich. Es ist immer, wenn ich mich zurückverbinden möchte, dann meint Windows, da ist irgendwie ein Problem. Okay, das waren jetzt wie viel Fressen? 200.000? Das ist ja eigentlich okay, oder? Ist das nicht okay anfangs? Also für die Schwierigkeit jetzt. Ich glaube, das ist okay. Das würde mich interessieren, wenn das da irgendwie. Ich weiß nicht, ob es von euch noch welche gibt, die auf dem Standpunkt sind, aber das jetzt quasi machbar ist. Wir machen jetzt mal die Kampfstufe auch. Ach, Eriops 268. Wieso nicht? Ja. Seht ihr, ne? Das ist doch. Balanced. Oh Gott, ey, das kann das werden. Er wird jetzt eh zum Eriops Drecksfichter spotten. ...3771 Schaden, wieso nicht? Der Eriops, habe ich den überhaupt auf so hohem Level? Dieses Design kommt mir gerade komplett neu vor. Er hat angegriffen. Er hat keine Punkte mehr auf jeden Fall. Problem ist nur, ich kann da jetzt nicht viel machen. Ah, als ob er wieder angreift. Ey, Wahnsinn. Zwei Punkte hätten gereicht, um ihn zu töten. Ernsthaft. Und ich dachte, das würde nicht. Oh, egal. Dann ist es jetzt halt so. Wir werden saven. Wir werden unseren Metrophodon opfern. Ist okay. Und wisst ihr, wieso es okay ist? Weil durch die Reihenfolge, die ich hier gewählt habe. Wenn er uns jetzt tötet, haben wir den Fleischfresser direkt da. Ja, ist okay. Wir haben 3 Punkte über. Ne, wir haben sogar viel mehr über. Ich meine, wir haben noch 3 im Safe. Wir haben 4 Punkte über und 3 und... Ah, 7. Sehr schön. Jetzt bist du nämlich auch weg. Und wir spielen das komplett sicher runter. Wir könnten den hier mit 14.000 Leben ruhig auch nochmal opfern. Plus dazu... Ne? Was kommt dazu? Wir haben danach nochmal den Klassenvorteil. Super. Ja, ist alles okay. Ja, hier muss man so voll mit Opfern spielen und ja, dann ist die Sache auch schnell gegessen. Ja, es ist halt, aber ich muss halt trotzdem immer meine Stärksten nehmen, das ist halt ein bisschen nervig. Ich hätte jetzt auch den Indoraptor anstatt dem Regalo nehmen können oder den Judon. So, also das mit dem Windows gerade so, ich guck mal, dass ich das bis zum nächsten Mal fixe, weil kann ja nicht sein, dass er ständig meckert. Wahrscheinlich reicht es einmal, wenn ich das Programm einmal neu starte. Weil dann nicht mal, ich habe keine Ahnung, was das Problem jetzt gerade ist. So, verfügbar in, okay, wieder nur Scheiße. Ich vermisse die Zeiten, dass man hier noch Legendärpakete holen konnte. Klar, ist jetzt für mich nicht mehr so nützlich wie damals. Ich sag nur, es gab mal Zeiten. Ja, und dann ist die Folge eigentlich auch schon wieder vorbei. Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich mitbekommen, was mit dem Update besser ist. Ist es jetzt wirklich was Neues vom Content her gewesen oder Bugfixes? Also ich merke jetzt halt, Kartenpakete sahen anders aus. Ja, vielleicht ist irgendwie das mit den Kämpfen hier, mit den ganzen hier Owen schicken und so, weil ihr seht ja, wir haben jetzt gar keine Herausforderung mehr bekommen hier, dass wir einen Saurier irgendwie ruhig, nicht ruhig stellen, ihr wisst schon hier, uns um Saurier kümmern müssen für SDNS. Keine Ahnung, hast du das bei den Raptoren gemacht?
Nee, scheint immer noch gleich. Ich habe ja wieder null drum gekümmert. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist. Ja, würde mich jetzt interessieren, was da wirklich jetzt neu ist. Also dann, Leute. Obwohl, wartet mal. Ich will nur ganz kurz schauen, was mit dem Eriops ist. Habe ich den damals nicht freigespielt? Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Doch, den habe ich. Wir haben den noch nicht mal auf Level 40. Wieso haben wir den nicht auf Level 40? Wieso haben wir den Eriops nicht auf Level 40, Leute? Das machen wir jetzt noch schnell. Es kommt noch eine schöne Level 40er Aktion am Ende. Hä, als ob. Wieso haben wir den nicht auf Level 40? Sonst mache ich auch jede Kreatur, die ich irgendwie. Vor allem, das ist ja eine Turnierkreatur. Also, dass ich sowas vergesse. Und das sieht ja super geil aus. Das wurde mir halt schon gespoilert, aber trotzdem, das ist halt. Das sieht ja super geil aus. Ich bin auch mal überlegen, weil jetzt kommen wieder die geilen Gesprächsthemen, ne? Wenn ich jetzt hier wieder entwickle, ob ich mal die Isle doch nochmal bringe. Weil ich habe die Isle tatsächlich privat nochmal gespielt jetzt, wo es mir nicht so gut ging. Weil ich einfach mal dachte, jetzt will ich ein bisschen rumprobieren, was gibt es denn so. Und wie soll ich sagen? Es hat mir echt gefallen doch. Also wenn sie so weitermachen, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass dann ganz nettes Spiel rauskommt. Klar, man kann nie alles fair machen. Also, es wird immer Saurier geben, die ein bisschen stärker sind. Man versucht ja echt, dass man da Survival spielen kann, erwachsen wird, dass es fair bleibt währenddessen. Da haben sie jetzt auch schon KI eingefügt, also wirklich computergesteuerte. Ja, was sind das? Struzio-Mimusse? Also, so Viecher, so wie Galli, nur kleiner eigentlich. Nee, also keine Ahnung, was das für Viecher sind. Struzio wäre eigentlich eher größer. Nee, also auf jeden Fall sind da auf jeden Fall Pflanzenfresser-KIs dabei und auch Fleischfresser-KIs. Und das soll halt einfach nur helfen für Fleischfresser, dass man Fleisch kriegt, weil man hört die auch oft von der Ferne meistens. Weil andere menschliche Spiele, Saurier, die menschlich gesteuert werden, verstecken sich oftmals sehr gut. Und es soll halt dafür sorgen, dass die Pflanzenfresser auch mal sich zu verteidigen haben. Gegen so Raptoren oder was das sind, so Velociraptoren, glaube ich. Klar, der Nachteil ist jetzt in Survival, du hast noch nicht alle Saurier. Du hast noch nicht alle Saurier da drin, da muss jetzt. Eben die Eilentwickler müssen da jetzt erstmal jeden so machen, dass der vier, ich glaube, Stufen hat. So Baby, Jugendlich und so weiter, ihr wisst ja, bis erwachsen. Und müssen den gut anpassen. Jetzt hat man schon ein paar drinnen auf jeden Fall. Und es ist halt noch nicht wirklich balanced, wenn man so sagen darf, weil manche Saurier sind halt einfach um einiges stärker als andere momentan. Zum Beispiel Giganotto ist, weil sie den T-Rex geschwächt haben, viel stärker. Der T-Rex muss einmal zubeißen zwar und hat dann meistens safe einen Kill. Weil der Gegner gebrochene Beine hat. Aber es ist halt nicht fair, weil der Giga macht ungefähr gleich viel Schaden, bricht zwar nicht die Beine, aber der hat den immensen Blutschaden. Es ist halt irgendwie und ist viel schneller. Es ist halt, dieses Balancing fehlt noch ein bisschen, aber es ist ganz normal beim Spiel. Es ist ja immer noch Early Access und wenn sie wirklich so weitermachen, weil sie haben jetzt wirklich in den letzten Wochen das Spiel richtig krass verbessert, da habe ich, sehe ich da echt was Gutes. Weil sie haben ja erstmal richtig verkackt wieder. Oh Mann, die Farben sind jetzt schon so geil, Alter. Als ob der da so lila eine Punkte kriegt. Das wären dann so Art Kristalle, die da rauskommen. Also das kommt einfach schon sehr random, wenn ihr wisst, was ich meine. So einfach aus dem Nichts denken sie sich so, denkt sich Lydia, yo, lass mal da so ein paar Kristalle rausschauen. Das sieht schon cool aus. Nee, auf jeden Fall, die Isle, da würde ich vielleicht mal ein Video bringen und gucken, weil ich habe bei Evolution bringe ich momentan eh nicht. Das ist halt das Problem bei Evolution ist, da kann ich so viel bauen irgendwie, aber gleichzeitig denke ich mir, yo, wir haben die Story eigentlich durch. Die Ei könnte ich mal wieder bringen, weil es jetzt echt ein paar gefragt haben. Da würde mich auch interessieren, wie viele es gucken würden. Ja, ist gut, was heißt Kristalle? Das sind halt hier irgendwie so Pickel, obwohl es schon kristallmäßig aussieht. Also der sieht super cool aus, der Eriops. Da ist er, Level 40, endlich. Machen wir auch ganz kurz die Infos durch. Das ist so ein Amphibia, aber dennoch der Vorfahr heutiger Säugetier, war einer der ersten Landgänger unter den Reptilien. Okay. Ja. Vor rund 295 Millionen Jahren, mit einer Größe von 1,5 bis 2 Metern, gehörte zu den größten Landtieren der damaligen Zeit. Als Paläontologen mit viel Glück ein mumifiziertes Exemplar entdeckten, konnten sie sogar die Haut eines Eriops untersuchen. Oh, was? Davon gab es ein. Echt jetzt? Mumifiziertes? Also, ihr wisst schon, dass da halt wirklich durch irgendwie Ummantelung wirklich die Haut noch vorhanden ist. Vor allem, das Viech ist ja ultra alt, viel älter als ein Dinosaurier. Krass. Wusstest du, dass Eriops langgezogenes Gesicht bedeutet, weil die Augen so weit hinten im Schädel sitzen? Okay, bei dem Modell jetzt nicht so weit hinten, wie es sonst wäre wahrscheinlich.
Aber er sieht saucool aus. Ja, und das wollte ich jetzt mal so gesagt haben. Hier, Aerobs Level 40. Die Eile kommt vielleicht mal, muss ich mal gucken. Und dann gebe ich dann ein kleines Feedback ab. Und dann könnt ihr mir auch Infos des Todes reinschreiben. Würde mich auch auf jeden Fall auch interessieren. Weil ich bis auf das Giga viel Werfer als T-Rex und so nicht mehr mich so krass auskenne. Naja, wir sammeln mal Geld, würde ich sagen. Oh, 2,7 Millionen. Wie viel bietest du mir? 22,8 Millionen. Shit. Ich dachte, du bietest mir mehr. Na gut, ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Sagt der Marcel. Ciao.